Murnau im bayerischen Voralpenland lockt Anfang des 20. Jahrhunderts eine Reihe von Künstlern zu längeren Malaufenthalten an. Durch die berühmten Besucher wird der Ort in die Kunstgeschichte eingehen. Eine davon, die russische Malerin Marianne von Werjewkin, verbringt ab 1908 mehrere Sommer in diesem pittoresken Städtchen und hält Motive aus der Umgebung in ihren Skizzen fest. Begleitet wird sie von ihrem Landsmann und Lebensgefährten Alexei Jawlensky und dem Malerpaar Gabriele Münter und Wassili Kandinsky. Vor der Leinwand erfasst mich Leidenschaft. Meine Kunst, die ich aus Liebe und höchster Achtung niederlegte, kehrt größer denn je zu mir zurück. 10 Jahre lang hatte Marianne von Werjewkin weder Stift noch Pinsel angerührt. Jetzt bricht sie ihr schöpferisches Schweigen. Alle Bilder, die ich seit langem in mir trage, stehen wieder auf. Visionen und Farben, alles dreht sich in mir. Heute Morgen brannten mir die Pinsel in den Händen. Ihre Bilder faszinieren durch gewagte Farbgebung und bizarre Formen. Natur und Menschen sind beseelt, lassen eine geheimnisvolle Welt jenseits der Realität erahnen. Nicht was das Auge sieht, will sie malen, sondern das, was die Seele spürt. Stets ist sie auf der Suche nach der unsichtbaren Wahrheit hinter den Dingen. Ich liebe die Dinge, die nicht sind. Warum hat die Künstlerin so lange nicht gemalt? Die Ursachen liegen wohl in ihrem Wesen, ihrem Streben nach einem künstlerischen Ideal und in ihren Lebensumständen. Marianne von Werjewkin wird im August 1860 in Tula, südlich von Moskau, als erstes von 3 Kindern geboren. Sie wächst in einer wohlhabenden Aristokratenfamilie auf und erfährt von beiden Eltern die Geborgenheit und Bestätigung, die ihr die Kraft geben, ihren ganz eigenen, unkonventionellen Weg zu gehen. Die besonderen Aufgaben des Vaters, der als General im Dienste des Zaren steht, zwingen die Familie zu häufigen Ortswechseln. Ab 1879 verbringen die Werjewkins die Sommermonate auf Gut Blagodat, im litauisch-russischen Gouvernement Kovnov. Das idyllisch an einem See gelegene Blagodat, das heißt Glückseligkeit, wird zur emotionalen Heimat der Russin. Hier empfängt die geistreiche und temperamentvolle Gastgeberin Freunde und Verwandte. Aber sie liest auch russische und westliche Literatur, studiert alte Meister und malt in ihrem Atelier. In der Umgebung des Gutes findet sie ihre Motive. In diesem frühen Ölbild verweist sie mit dem Thema der verarmten, bettelnden Bauern und dem Kutscher, der voll Verachtung an ihnen vorbeifährt, auf die unüberbrückbare Kluft zwischen der reichen Oberschicht und der mittellosen breiten Masse. . 1885 stirbt die geliebte Mutter. Noch 30 Jahre später wird Marianne sagen: Ich male ein Bild immer für jemanden, dem es seelisch bestimmt ist. Gewöhnlich für meine verstorbene Mutter, für die meine Kunst ihr größtes Glück war. Im Jahr darauf wird der Vater zum Kommandanten der Peter- und Paul-Festung ernannt und zieht mit seinen 3 erwachsenen Kindern nach St. Petersburg. Marianne richtet sich in der Festung ein geräumiges Atelier ein. . 1888 wird die Karriere der 28-jährigen Malerin jäh unterbrochen.
Bei einem Jagdunfall verheddert sich das Gewehr in ihrem Rock. Dabei löst sich ein Schuss, der ausgerechnet ihre Malerhand verletzt. Zwei Finger bleiben steif. Aber sobald der Verband abgenommen ist, beginnt sie unermüdlich zu üben. Mit ihrer Willensstärke schafft sie es, wieder zu malen. Die Bilder aus jener Zeit sind verschollen, aber als Fotos vorhanden. Kritiker sind begeistert vom hohen künstlerischen Niveau der jungen Frau und ehren sie als russischen Rembrandt. Im Frühjahr 1892 lernt sie den Mann kennen, der 30 Jahre lang ihr Lebensmittelpunkt werden sollte, Alexei Jawlensky. Sie ist bereits eine gefeierte Malerin. Der mittellose Leutnant studiert noch. Als ihr Jawlensky seine Liebe gesteht, erwidert sie: Ich habe sie nicht lieb, wäre aber sehr froh, wenn zwischen uns eine zärtliche, nette Freundschaft in gemeinsamer Liebe zur Kunst aufblühen könnte. Sie wird seine Lehrerin und Lebensgefährtin. Eine schwierige, vielschichtige Beziehung beginnt. Marianne von Werjewkin sucht selbst nach neuen Bildthemen und einer neuen Ausdrucksweise. Ihr ganzes Leben lang ist sie getrieben vom Streben nach Originalität und Innovation. Ein großer Künstler muss mit einer Sprache reden, die noch nie jemand gesprochen hat. Unbedingt soll er der vorhandenen Kunst etwas Neues und Interessantes hinzufügen. Trotz der hervorragenden Kritiken ist die Künstlerin unzufrieden. Die realistische Malerei genügt ihr nicht mehr, die romantische ist ihr fremd. Sie spürt, dass die Zeit reif ist für tiefgreifende Veränderungen und weiß, dass Künstler im Westeuropa daran arbeiten. Im Alter von 36 Jahren verlässt sie zusammen mit Jawlensky ihre Heimat. Die großzügige Rente, die sie seit dem Tod ihres Vaters vom Zaren erhält, sichert den beiden ein sorgenfreies Künstlerleben. Nach einer Reise quer durch Europa entscheidet sich das Paar für München. Die Stadt an der Isar versammelt um die Jahrhundertwende eine illustre Künstlergemeinde. Die Münchner Akademie genießt weltweiten Ruhm. Bei Amerikanern, Skandinaviern und vor allem bei Russen hat München deshalb einen hervorragenden Ruf. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs stellen Ausländer mehr als ein Viertel der gesamten Studentenschaft. In Schwabing, wo sich nach und nach Intellektuelle, Handwerker, Studenten und Künstler ansiedeln, richten sich Werjewkin und Jawlensky in einem Haus in der Giselastraße zwei Wohnungen und Ateliers ein. Jawlensky will sich weiterbilden und entscheidet sich für die Malschule des berühmten Slowenen Anton Ashbe. Hier lernen er und seine Gefährtin einen weiteren russischen Künstler kennen, mit dem sich ein reger kunsttheoretischer Austausch entwickeln wird, Wassily Kandinsky. Dieses Bildnis ihres Lebensgefährten bleibt unvollendet. Die 36-jährige Künstlerin verfällt in eine tiefe Schaffenskrise. Die alte Bildsprache scheint ihr nicht mehr angemessen. Eine neue hat sie noch nicht gefunden. Ab jetzt wird sie mit all ihrer Kraft die künstlerische Entfaltung Jawlenskis fördern. Er soll verwirklichen, was sie in sich spürt. Mir fehlen die Worte, um mein Ideal auszudrücken. So suche ich den Mann, der diesem Ideal Gestalt geben würde. Wenn ich mich nur ganz dem widme, an den ich glaube, wird das wahre und einzige Werk entstehen. Dafür ist es wert, gelebt zu haben. Marianne von Werjewkin verzichtet auf das Malen. Stattdessen wird sie 10 Jahre lang theoretische Grundlagen erarbeiten, die ihr selbst, aber auch Künstlern in ihrem Umfeld den Weg zu einer expressiven Malerei ebnen sollten.
Die extravagant gekleidete Baronin mit den langen Halsketten wird in kurzer Zeit zum Mittelpunkt der Münchner Gesellschaft. In ihrem rosafarbenen Salon empfangen die Giselisten, wie sie und Jawlensky von ihren Freunden genannt werden, Diplomaten, Museumsdirektoren, Maler und Intellektuelle. Durch ihre Herkunft hat die Russin auch hervorragende Beziehungen zur bayerischen und internationalen Aristokratie. Die Besucher schätzen die charmante und unkonventionelle Gastgeberin, bewundern ihre Originalität, ihre Bildung und ihren brillanten Geist. Einige Malerfreunde porträtieren sie. Erma Bossi zeigt die inzwischen 50-Jährige als jugendliche, schwungvolle Frau. Was zwar deren Naturell, jedoch nicht dem tatsächlichen Alter entspricht. Jawlensky stellt die andere Seite der Künstlerin dar, in sich gekehrt und gezeichnet von Enttäuschung. Die Beziehung der beiden ist voller Spannungen. Er lässt sich nicht zu ihrem Werkzeug machen. Sie klagt, dass der Gefährte ihre künstlerischen Erwartungen nicht erfüllt. Damit er nicht auf mich als Künstler eifersüchtig sein sollte, verberge ich vor ihm meine Kunst. Ich mache mich zur Schwachen. Ich entsage meinem Willen, meinen Wünschen, meinem Leben. Es tut mir weh. Es verurteilt mich zur Einsamkeit. ...1901 beginnt von Werjewkin zu schreiben. In ihren Briefen an einen Unbekannten hält sie Zwiesprache mit ihrem höheren Ich. Eine Sammlung kunsttheoretischer Überlegungen, aber auch Ausdruck ihrer Verzweiflung. Wird das Schaffen, an das ich so glaubte, in mir umkommen? Ich habe mich so unsichtbar, so zu einem Nichts gemacht, dass etwas Stolzes in mir rebellierte. Bin ich wirklich ein echter Künstler? Was für ein Verbrechen habe ich mir selbst angetan? Ich schreibe, damit mein Herz nicht bricht vor maßlosem Schmerz. Erst während eines Aufenthalts in Paris im Jahre 1903 fasst die Russin wieder Vertrauen zu Jawlensky. In der Stadt an der Seine zeigt sie ihm die Kunst der wichtigsten Erneuerer der Malerei. Und sie scheint glücklich, mit ihrer selbstgewählten Lebensaufgabe seine Begabung zur vollen Entfaltung zu bringen. In dem so geliebten Paris gingen wir Seite an Seite. Und niemals mehr sah ich alles so schön wie damals, als deine Hand die meine hielt. ...1906 fahren die beiden wieder nach Frankreich. 11 Monate bleiben sie in Paris und an der Côte d'Azur. Die Künstlerin setzt sich intensiv mit Gauguin, Munk und den Nabi auseinander, mit Farbe und Licht. Und sie beginnt wieder zu malen. Zunächst zeichnet sie Motive der französischen Riviera, die sie symbolisch auflädt. Pinien mit roten Baumkronen. Schiffe, getragen von Geisterhand. Mein Gott, schon bei dem Gedanken, was ich aus den letzten 10 Jahren gemacht habe, sträuben sich die Haare. Der Glaube an mich selbst fehlte. Ich wollte mit fremden Händen schaffen. Aber jetzt, spät, 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 es scheint unmöglich, die verlorene Zeit aufzuholen. Ein Leben ist viel zu wenig für all die Dinge, die ich in mir spüre. Zurück in München trägt sie stets den Skizzenblock bei sich. Szenen aus dem englischen Garten. Vor der Natur zeichnet sie mit Stift. Im Atelier arbeitet sie die Bilder mit Gouachefarben oder Kreide aus.
Die Wahlmünchnerin begeistert sich für den Zirkus. Ob Tierdressur, Akrobatik oder Clownnummern, sie hält Momentaufnahmen fest, gibt mit sicherem Strich und kräftigen Farben Atmosphäre und Bewegung wieder. Die Abende verbringt Marianne von Werjewkin vorzugsweise in Theater, Konzert oder Oper. In ihren Skizzen des Münchner Nachtlebens zeigt sich die humorvolle Seite der Baronin. Sieben entstehen ihre ersten Gemälde. Sie arbeitet wie besessen. Ihr Malstil hat sich seit der realistischen Frühphase radikal verändert. Während Jawlensky, Kandinsky und andere Kollegen noch in neoimpressionistischer Weise malen, überspringt Werjewkin diese Phase und geht direkt zur expressiven Flächen- und Konturenmalerei über. Alles, was sie während ihrer Malabstinenz geistig erarbeitet hatte, setzt sie jetzt in ihren Skizzen und Gemälden um. Hier deutlich erkennbar beeinflusst von Edvard Munch. Die Russin stellt sich gegen die Impressionisten, die nur einen Eindruck festhalten wollen, und fordert: Die Kunst der Zukunft ist die reine Emotion. Der Sturm. Mit verzweifelten Gästen beschwören vier Frauen, das aufgewühlte Meer, ihre Männer freizugeben. Ein Bild, das von der Ohnmacht des Menschen gegenüber den Naturgewalten erzählt. Mit Fantasiebildern gewährt die Malerin Einblick in ihre reiche Innenwelt. Die Wirklichkeit dient ihr nur als Formenvorrat, um ihre Visionen und oft düsteren Gedanken zu formulieren. In skurrilen Bildern drückt sie Einsamkeit, Schmerz und Trauer aus. Brauchtum und Menschen in Tracht üben seit ihrer Jugend große Anziehung auf Marianne von Werjewkin aus. So besucht sie auch wiederholt den Münchner Nockerberg. Ihr Biergarten ist zwar ein Motiv aus der bayerischen Wahlheimat, aber das Gemälde zeigt nur auf den ersten Blick das übliche Treiben. Die kahlen Bäume, das abgefallene Laub, das den Boden blutrot färbt, und die anonymen Gesichter der Gäste geben ein unbehagliches inneres Bild wieder. Im Café, ein Vergleich von Gouache und Gemälde desselben Motivs, verdeutlicht Werjewkins bewussten Umgang mit Farbe. Sie schockt mit Dissonanzen und beweist Bravour in der Ton-in-Ton-Malerei. Das Blau in Blau des Gemäldes macht die Kälte zwischen den abgebildeten Personen fast physisch spürbar. Zusammen mit Jawlensky richtet sich die Künstlerin in ihrer Wohnung ein Labor ein, in dem sie mit der Konsistenz und Schattierung von Farben experimentiert. Sie bemängelt den falschen Glanz der Ölfarbe und gibt deshalb den matteren Temperafarben den Vorzug. Obwohl es bereits fertige Farben in Tuben zu kaufen gibt, lassen es sich die beiden Künstler nicht nehmen, mit Ei und verschiedenen Ölen ihre eigenen Kreationen anzurühren. Marianne von Werjewkin bevorzugt laute und leidenschaftliche Farbtöne, die sie in ihren Bildern kontrastierend nebeneinander setzt.
Sie verstößt damit bewusst gegen alle Gesetze der damaligen Farbenlehre. Grün zusammen mit Schwarz und Violett. Die Malerin provoziert mit Farbdissonanzen. Während Impressionisten Konturen auflösten, grenzt Marianne von Verjewkin, wie ihr Vorbild Gauguin, Farbflächen durch klare Konturen voneinander ab. Anstelle von Schwarz wählt sie jedoch Weiß für ihre Linien und verleiht ihnen dadurch zusätzliches Gewicht. Schwarz und Weiß verwendet die Malerin wie Grundfarben. Dabei galten sie bis zu Van Gogh als Nichtfarben und wurden nur eingesetzt, um Licht und Schatten darzustellen. Schon 1903 bezeichnet Marianne von Verjewkin dieses Beleuchtungslicht in der Malerei als anachronistisch. Für sie ist Licht nichts anderes als eine Funktion der Farbe. Auch hier lässt sie sich von einem französischen Vorbild inspirieren, Toulouse-Lautrec. Plakativ rückt sie die Dame in den Vordergrund. Madame ist eine gewollte Überzeichnung der Hässlichkeit. Die Künstlerin, die Emotion in der Malerei fordert, begeistert sich auch für den Ausdruckstanz. Begründer und Stars sind Mary Wigman und der Russe Alexander Sacharow, mit dem Marianne eine tiefe Freundschaft verbindet. Diese Bilder entstehen zu einer Zeit, in der Sacharow mit seiner Partnerin täglich in der Wohnung der Giselisten probt. Hier erinnert das Gesicht Sacharows an die Masken der Schauspieler des japanischen Kabuki-Theaters. Auch ihren Lebensgefährten Jawlensky karikiert die Russin. Seine Affären sieht sie ihm nach. Auch, dass er mit ihrer Zofe Helene einen Sohn hat. Offenbar sieht sie nicht den Mann, sondern den Künstler in ihm. Er liebt in mir seine Kunst. Er würde zugrunde gehen ohne mich, aber nie besaß er mich. Wir liegen aneinander geschmiegt im selben Bett, keusch wie die Kinder. Er ist das Wort für meine Gedanken, er ist der Leib für meine Seele. Meine Zärtlichkeiten rufen sein Schöpfertum wach. Schon im Jahr 1905 hatte das russische Paar Murnau und seine Umgebung für sich entdeckt und beschlossen, in dieser einzigartigen Landschaft zu arbeiten. Auch von dem architektonisch reizvollen Ort mit seinen farbig angestrichenen Häusern sind die beiden angetan. 1700 Einwohner hat Murnau um die Jahrhundertwende. Am Markttag kommen aus dem Umland Bauern mit schweren Rucksäcken, um ihre Erzeugnisse anzubieten. Im Sommer 1908 schlägt Marianne in einem Brief an Gabriele Münter vor, sich in Murnau zu viert zu einem Malaufenthalt zu treffen. Die vier quartieren sich für ein paar Wochen im Hotel Griesbräu ein. Für die Künstler beginnt eine äußerst fruchtbare Phase. Gabriele Münter, von der dieses Porträt der Verjewkin stammt, bestätigt deren großen Anteil an der eigenen Entwicklung und der ihres Gefährten, der vor Murnau noch neoimpressionistisch gemalt hatte. Sie schreibt: Zu einer wundervollen Entwicklung hat es Kandinsky seitdem gebracht. Es war eine schöne, interessante, freudige Arbeitszeit mit vielen Gesprächen über Kunst mit den begeisterten Giselisten. Musik.
Von Werjewkin äußert sich nicht schriftlich über die gemeinsame Zeit in Murnau, aber Skizzen und Gemälde belegen ihre intensive Auseinandersetzung mit dem Städtchen und der wunderbaren Landschaft. Werjewkins Bildinhalte sind weniger konkrete Orte als vielmehr Stimmungen, die im Zusammenspiel von Ort, Mensch und Natureindruck entstehen. In farbintensiven Skizzen beschreibt sie Besonderheiten, die es nur hier zu sehen gibt. Stradrischen, das gehäufelte Schilf aus dem Murnauer Moos. Torfstechen. Im Frühjahr 1909 wohnen Werjewkin und Jawlensky wieder im Griesbräu, während Kandinsky und Münter schon in dem Haus logieren, das die Malerin im August desselben Jahres kaufen wird. Die Künstler porträtieren sich gegenseitig. Das farbenfrohe Bildnis, mit dem Gabriele Münter das befreundete russische Paar ehrt, lässt auf einen heiteren gemeinsamen Ausflug schließen. Von Werjewkin revanchiert sich mit diesen Grafiken. Während sie Münters Gesicht nicht ausarbeitet, erfasst sie die Züge Kandinskys aufs Genaueste. Mit dem Landsmann diskutiert sie ihre Ideen während der gemeinsamen Murnauer Sommer. Einige ihrer Gedanken werden sich in Kandinskys epochemachendem Werk über das Geistige in der Kunst wiederfinden. Unter ihrer Beziehung zu Jawlensky leidet Werjewkin. Ich bin zur Hure geworden und zur Gouvernante, nur um der großen Kunst zu dienen. Einem Talent, das ich für würdig hielt, das neue Werk zu verwirklichen. Aber meine Stimme der Vernunft sagt, dass das ein Wahnsinn ist. Kamen auch Missstimmungen zwischen den beiden Paaren auf? Das würde erklären, warum die Idee zur Gründung einer neuen Künstlervereinigung, die im Salon der Werjewkin in der Giselastraße entstand, zunächst ohne Kandinsky und Münter realisiert werden sollte. Erst als Jawlensky ablehnt, wird Kandinsky gebeten, den Vorsitz der Vereinigung zu übernehmen, deren Ziel es ist, eigene fortschrittliche Kunstausstellungen zu organisieren. Marianne von Werjewkin ist die treibende Kraft der Gruppe. Stolz und selbstbewusst tritt die Malerin in diesem Selbstbildnis dem Betrachter entgegen, voll Vertrauen in ihre eigene künstlerische Ausdrucksfähigkeit. Eine Frau lehnt geschützt an einem kraftspendenden Baum, strahlt Ruhe aus, ist eins mit sich und der Welt. Das Bild »Der rote Baum« entsteht in einer Phase der inneren Ausgeglichenheit. Aber es kommt zu neuerlichen Missstimmungen mit Jawlensky. 1913 flieht von Werjewkin nach Litauen zu ihrem Bruder. Sie will vorerst in ihrer emotionalen Heimat bleiben. Litauen ist das Land der Mysterien. Jeder Baum, jedes Haus hat eine eigene Seele und auf allem liegt ein großer Gefühlsgedanke. Im Juni 1914 fährt Jawlensky nach Litauen. Er will Marianne überreden, mit ihm zu kommen.
Sie lehnt ab. Er fährt alleine zurück. Erstaunlicherweise tritt seine Lebensgefährtin wenig später doch die Reise nach München an. Wollte sie ihre Wohnung auflösen? Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs eine Woche später zwingt alle Russen, Werjewkin, Jawlensky und auch Kandinsky, innerhalb von 24 Stunden das Land zu verlassen. Von Werjewkin flieht zusammen mit Jawlensky, der Zofe Helene und deren Sohn Andreas in die Schweiz. Nach einigen Jahren in Genf und Zürich ziehen sie im April 1918 an den Lago Maggiore. Ascona wird zur neuen Heimat der Russin. Damals noch ein Fischerdorf, war der Ort nicht so teuer wie die mondäne Großstadt. Seit dem Zusammenbruch des Zarenreiches erhielt die Baronin keine Pension mehr und war mit einem Schlag verarmt. Um die finanzielle Lage zu verbessern, schreibt sie Artikel für Zeitungen, verkauft ab und zu ein Gemälde und malt Postkarten für Touristen. Im Castello am Ende der Promenade bewohnen sie und Jawlensky je ein Zimmer. Beide arbeiten unter schwierigen Bedingungen. Die Familie, wie Marianne von Werjewkin die Menage à quatre nennt, muss sich erheblich einschränken. Jetzt, da sie mittellos dasteht, wenden sich alle von ihr ab. Jawlensky hat bereits eine neue Mäzenin gefunden, die sich in Deutschland um den Verkauf seiner Bilder bemüht. Der Monte Verita, ein Berg hinter Ascona, übt von Anbeginn große Faszination auf die Russin aus. Immer wieder sucht sie diesen magischen Ort auf, der von einer Gruppe intellektueller Aussteiger zur neuen Heimat erkoren worden war. Hoch über dem See lässt sie ihren Gedanken freien Lauf. In den traurigen Tagen, die wir leben, erscheint die Kunst als einziger und letzter Zufluchtsort des Glaubens. In allen Zeiten war die Kunst vor allem der große Ruf des Menschen nach seinem Gott. Die Bilder des Spätwerks sind erzählerisch und geheimnisvoll. Der See aufgewühlt, die Berge scheinen zu tanzen, der Himmel meist verhangen mit Gewitterwolken oder in kräftiges Orange getaucht. Sonnenaufgang. Der Lumpensammler. Wie auf Stelzen, zerbrechlich dünn steht er vor dem dunklen See. Die Malerin übersetzt ihre Gefühle und Eindrücke in eine Sprache aus bizarren Linien und nächtlich düsteren Farben. Ein mysteriöses Bild. Wo immer sie lebt, Marianne von Werjewkin schaut den einfachen Menschen bei der Arbeit zu. Aber nicht erst jetzt, da sie Armut am eigenen Leib erfährt, fließt ihr menschliches Mitgefühl mit den Unterdrückten in ihre Bilder ein. Ihr Verständnis für die geknechtete Kreatur war schon in ihrer wohlhabenden Jugend ausgeprägt. Nachtschicht. Im Spätwerk geht es der Malerin nicht um eine sozialpolitische Anklage. Ihre arbeitenden Menschen werden vielmehr zum Symbol für die Mühsal der menschlichen Existenz.
Die Beziehung zu Jawlensky steht vor einer erneuten Zerreißprobe. Er wird von seinem fast erwachsenen Sohn Andreas gedrängt, dessen Mutter Helene zu heiraten. Marianne, die jahrzehntelang die ganze Familie ernährt und das Verhältnis geduldet hatte, fühlt sich verraten, schreibt voller Bitterkeit: Nun liegt unser 27-jähriges Leben auf der Piazza von Ascona in Staub und Dreck. Ich habe mich als Geschäftsreisende für Medikamente engagieren lassen. Somit kann ich weiterleben. Aber dass ich, der Künstler, statt zu malen, bei Ärzten Medikamente einführen soll, verdanke ich dem Mann, der mir seine ganze Kunst verdankt. Helene siegt. Als Jawlensky 1921 nach Wiesbaden geht, holt er sie und Andreas nach und heiratet sie. Er hat sein Wort gebrochen und die verarmte Werjewkin verlassen. Die schockierende Nachricht erreicht Marianne am Weihnachtstag. Sie geht auf den Monte Verita und verbringt dort die Nacht im Freien. Gott ist groß. Nicht Tod und Schrecken schauten mir aus der dunklen Nacht in die Augen, sondern unzählige Sterne. Und wie ein riesiger Tannenbaum stand vor mir der schwarze, zackige Fels. Da haben wir zu zweien Weihnachten gefeiert, Gottes Welt und ich, und haben uns die Hand geboten und Treue gelobt. Als der Morgen kam, da ging ich nach Ascona herunter, ein neuer Mensch, Asconas Großmutter, liebend, verzeihend. Ascona hat mich gelehrt, nichts Menschliches zu verachten, das große Glück des Schaffens und die Armseligkeit der Existenzmöglichkeiten gleich gut zu lieben und sie als Schatz der Seele in mir zu tragen. Aus der eleganten russischen Adligen wird die Nonna von Ascona. Im Gegensatz zu den Aussteigern, die am Monte Verita isoliert lebten, findet Werjewkin rasch Zugang zu den Einheimischen. Sie knüpft Freundschaften, fehlt bei keinem Fest. Und sie trifft im Alter von über 60 Jahren einen Mann, der ihr Leben mit Liebe und Anerkennung füllt, Ernst Alfred Eye. Sie nennt ihn Santo. Auch wenn der in Berlin lebende Kaufmann sie nur zweimal im Jahr besucht, gibt er ihr die Kraft, wieder zu malen. Santo ist kein großer Kunstkenner, aber er liebt meine Bilder wie ein Stück meines Ichs. Er hält mich wach im Glauben an meine Ziele, er stärkt meine Freude an dem Erreichten. Er ist mein Trost, er ist das, was ich das ganze Leben suchte, ohne es zu finden. Er kam in der letzten Stunde. Meine Liebe zu dir, Santo, hat den Tod in mir bezwungen. In den späten Jahren spricht Marianne von Werjewkin trotz der erfahrenen Enttäuschungen von Liebe und Hoffnung. Ich glaube, dass hinter der vergänglichen Welt die unveränderliche Welt der Wahrheit liegt. Eine Welt der Versöhnung, zu der ich mich mit meiner ganzen Seele hingezogen fühle. Meine Bilder sind nichts anderes als die Folge meiner Liebe für das Leben, für seine Formen. Die Malerin hat sich durch alles Leiden hindurch mit dem Leben versöhnt. Ihre wichtigste Aufgabe sieht sie jetzt darin, mit ihrer Kunst die Herzen der Menschen zu erreichen.
Mit Genugtuung stellt die Malerin fest, dass Kinder und einfache Leute ihre Bilder mehr lieben als, wie sie es nennt, falsch Geschulte. Nach wie vor wählt sie Arme und Außenseiter als Bildthemen. Sie zielt dabei aber nicht auf Veränderung, sondern akzeptiert die Unabänderlichkeit des Schicksals. Alles langweilt mich in der Welt der Tatsachen. Ich sehe die Grenzen aller Dinge. Dabei dürstet meine Seele nach dem Unbegrenzten, dem Ewigen. Ich habe keinerlei Wünsche in der materiellen Welt. Aber ich bin unersättlich im abstrakten Leben. Nach dem Sturm. Auch hier geht es um die Not und den Überlebenskampf der Menschen, die das Holz, das die reißenden Gebirgsflüsse angeschwemmt haben, auf Booten einsammeln, um sich mit Brennmaterial zu versorgen. Ab den 30er Jahren sieht man die Nonna immer seltener in den Gassen Asconas. Ihr Gesundheitszustand hat sich dramatisch verschlechtert. Sie lebt in so großer Armut, dass sie nicht einmal heizen kann. Die Töchter des Hausbesitzers kümmern sich um die alte Dame. Am Morgen des 6. Februar 1938 erliegt sie im Alter von 77 Jahren ihrem langen Herzleiden. Viele ihrer Freunde, ihr Bruder Peter und fast alle Bewohner Asconas kommen, um von ihr Abschied zu nehmen. Marianne von Verjewkin hat ihr Schicksal klaglos angenommen. Trotz der Verarmung war sie nicht verbittert. Zeitlebens sah sie sich als Trägerin der Idee einer neuen Kunst und wollte dieser Aufgabe mit all ihrer Kraft dienen. Ihr Vermächtnis ist heute im Museo Comunale d'Arte Moderna in Ascona zu sehen. Von der Kunst weiß ich tausendmal mehr als alle, die um mich sind. Es klingt empörend eingebildet. Es ist aber nur eine fanatische Liebe zu einer Sache, der ich mein ganzes Leben uneigennützig gewidmet habe.